Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Unpacking-Video. Mein Name ist Torben und heute packen wir aus Legendary Duelist von Yu-Gi-Oh! Wie man hier sieht, Season 1. Genau. Seiten schon mal sieht hier. Einige Monster. Start. Oben enthält exklusiv eine sammelbare Spielmarkenkarte. Sehr, sehr nice. Alter, hier sieht man auch. Seite nochmal abchecken. Nehmen es mal heute, wie man sieht, auch hier mit meiner normalen Facecam auf. Im Hintergrund, hier unten. Army-Sticker sind auch mal alle dran. So, gehen wir mal hier auf die Rückseite. So, erlebe mit Legendary Duelist Season 1 die Anfänge der Legendary Duelist Series. Zum ersten Mal in fast 3 Jahren wurde der Tresor wieder geöffnet und beliebte, schwer zu findende Karten aus Legendary Duelist und Legendary Duelists Ancient Millennium sind wieder aufgetaucht. Jede Box enthält 2 Packs Legendary Duelist Season 1, eine von 10 doppelseitigen Abbildungskarten, eine von 7 Secret Rare Varianten. Ja. Den kann. Start. Hier unten noch Werbung für Yu-Gi-Oh! Duel Links. Kam ja, glaube ich, auch 2020 raus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sehr nice. Gut, dann würde ich mal sagen, öffnen wir das. Hör mal, ich habe es jetzt hier wieder sehr kompliziert aufgebaut. Mein Mikro davor, dann noch ein Handy mit Halterung. Irgendwie aufkriegen. Vorsichtig. Ich hoffe mal, das passt so auch von der Qualität her. Muss mal nur gucken, wie ich das dann mache vom Sound. Da alles übers Handy mache oder Mikrofonqualität dann hier rüber. So. Rex. Der. Ne? Zeigen kann. Ja. Oh, auch nichts mehr drin jetzt. So, hier haben wir es auch, ne? Weg. Oder? Ich glaube, man hat schon. So, jetzt sollte es eigentlich auch passen. Hä? Okay. Rotäugiger Hiebdrache haben wir hier. Start. Lesen wir mal den Text. Rotäugiger schwarzer Drache plus ein Kriegermonster. Wenn ein rotäugiges Monster einem Angriff deklariert, du kannst ein Kriegermonster in deinen Friedhof wählen. Rüste diese Karte mit ihm als Ausrüstungszauber aus, der diese Karte 200 ATK gibt. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der eine Karte, die du kontrollierst, als Spiel wählt. Du kannst eine Ausrüstungszauberkarte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, annulliere die Aktivierung, falls du dies tust. Zerstöre die Karte. Falls diese Karte durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, kannst du viele Monster mit einem, mit denen diese Karte ausgerüstet war, als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof verschwinden. Sehr schön. Okay, holen wir die mal raus. Okay, das ist eigentlich wie so eine Art, ja, Puzzle, wie man hier sieht. Ich denke mal, darunter wären dann auch noch mehrere Teile. Hier sieht man also den Kopf von, ja, dunklen Magier. In so einer Art Cartoon-Style. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir öffnen können, auf entspannt. So, irgendwie. Ja, viel Verpackung, ehrlich gesagt. Warte. Jetzt was. Nehmen wir nochmal die Schere auf entspannt. Okay, schneiden das ein bisschen auf. So. Okay. Ah, okay. Ich dachte schon kurz, das wäre die Rückseite von der Karte, aber nee, das ist in der. Hier, wie man sieht, ganz normal. Die Seite. So. May Valentine hier. Wie man sieht, mit den HP-Schwestern. Ja, und dahinter halt. Ein Puzzle. Sehr, sehr nice. Sehr schön. Okay, sehr cool. So.
2. Das Pack an, sehr breit gefüllt. Erste Auflage, deutsche Ausgabe. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, Legendary Duelist Season 1. 18 Karten pro Booster Pack. So, gucken wir mal, was er uns erwartet. Interessant werden. Ganz vorsichtig, wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Okay. So. Trigger. Antikes Antriebsgerüst. Schon mal am Start. Erdemaschine 1600, okay. Kristallsegen. Was als nächstes? Zauberkarte. Unter Edelstein, Steinkarte. Haben wir den Pistolendrachen, den finde ich sehr cool. Schon immer gemocht. Karte. So. Das Teil Konklave. Das ist eine permanente Reihenkarte. Sehr cooles Design. Passt zu Kristallungeheuern. Apropos Kristallungeheuer, hier haben wir den Saphir Pegasus. Sehr schön, sehr schön. Cool. Regenbogenfahrt, ebenfalls. Zeitmaschine. Cool. Oh, schwarzer Meteordrache. Geil. Fand ich schon früher sehr nice, die Fusionskarte. So, der schwarze Stein der Legende. Passend zum Rotäugig-Deck dann. Sehr cool. Passt definitiv zu Joey Wheeler. Karten, die wir gerade ziehen. Schwarzer Metalltracher. Drachenodem. Zinfernos. Sehr cool. Oh, Huhn, Jungfrau. Die habe ich noch von früher sogar, aber bin zerfleddert. Ah, ein cooles Design. Also die Tomb-Monster finde ich sehr, sehr nice vom Artwork. So, Cyberfinsternis Klaue. Schwarze Illusion Ritual. Ebenfalls am Start. Oh, okay. Sehr cool. Wir lernen uns euer Illusionist haben wir am Start. So. Sehr nice. Erste Auflage. Die alle anderen auch. Okay. Ultimativer Kristallkreis. Muss ich mir mal später die Effekte durchlesen. Und der weiß ich ja nicht mal. Okay. Effikani. Kenn ich nicht mal. Den muss ich mal später abchecken. Sehr cool. Sehr, sehr nice. Okay. War die letzte von dem Pack. So. Okay, Freunde. Nehmen wir mal das nächste Pack direkt. So, Season 2 und 3 habe ich ebenfalls sogar mal hier. Geholt. Mal Karten. Kurz gucken, ob die Karten überhaupt riechen. Mal kurz hier. Nicht so wie damals. Karten. Seite. Platz hier, so Toon Goblin Angriffstrupp. Schon mal am Start. Antiker Antriebsapparat. Sehr cool. Antikes Antriebskatapult. Ebenfalls am Start. So Toon Cyberdrache. Sehr schön. Warte, hier ist sie. Total Ungeheuer
Der Topaz-Tiger. Regenbogen. Lichtbrechung. Ein dunkler Magier. Alter Schwede. Okay, finde ich mega nice, dass wir den gezogen haben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice Design. Räudiger Tundrache, da freue ich mich gerade extrem, dass wir den auch haben. Sehr schön. Freue ich mich gerade extrem. So, Pläuger Tundrache auch gezogen hier am Start. Sehr cool. Tonische Prinzessin. So. Zack. Und schön. Rotäugige Fusion haben wir ebenfalls gezogen. Sehr cool. Cyberfinsternis Knochen. Sehr nice, sehr nice. Rückkehr des der Rotäugigen. Oh, der Rotäugigen, natürlich. Eine Fallenkarte. So. Okay. Cyberfinsternis Horn. Ebenfalls. Sehr cool. Rotäugiger finsterer Drache. Sehr, sehr nice. Oh, sehr cool, die Karte. Aufgeben. Oh. Okay, jetzt wird's sehr spannend. Hab ich auch noch von damals. Muss mal gucken, wo ich die Ritualkarte davon habe. Die zu beschwören. Oh, amazonischer Ruf haben wir bekommen. Sehr cool, wie sie auch glänzt. Schönes Artwork. Wir nennen uns euer Illusionist. Again. Weil man hält besser. Und Wut von Kairyu Shin. Passend zu einem Wasserdeck. Könnte. Karte. Sehr schön. Okay. So. Die Karten hier in die Mitte rein. Damit man die auch nochmal alle sieht. Und. Zack. Wex. So. Guck mal, man sieht alles richtig. Zack. 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 Gut, Freunde, würde ich mal sagen, ab hier beenden wir das Unpacking von hier unser Legendary Duelist Season 1. Die Packs habe ich, by the way, auch mal unbezahlte Werbung jetzt hier am Start. Bei Gate to the Games geholt. Gibt es aktuell auch hier, wie man sieht, 5% Rabatt. Rabattcode Reducio. Ist eine coole Seite. Wo da jetzt aktuell immer meine Karten. Vor allem habe ich jetzt die nächsten Packs, Unboxing-Videos damit auch geholt. Die ganzen Packs, die wir noch öffnen werden. Okay, dann würde ich mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne Abo, Like und Kommentar da lassen. Und ja, ist kostenlos, würde mich freuen und supporten. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Unboxing-Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, euer Torben.